Was ein Timing, meine Damen und Herren. Oh mein Gott. Erinnert ihr euch noch an das Video, was vor 5 Stunden erschienen ist, wo wir diesen kryptischen Post von Centro versucht haben zu interpretieren? Diesen hier, um genau zu sein, ne? Haben wir ja darüber gequatscht. Okay, SE ist Starterentwicklung, hatten wir ja schon. Was PDP und D22 sein könnte. Und ja, 5 Stunden später hat Centro Folgendes gepostet. Boom! Centro hat es einfach aufgeklärt. SE, wissen wir, steht für Starterentwicklung. Sprich, wir bekommen Hisuiform von der Endentwicklung der Starter-Pokémon. Ne, wie bereits im letzten Video angeteasert, verlinke ich euch nochmal oben rechts oder in der Beschreibung. So, PDP steht tatsächlich für Primal Dialga und Palkia. Sprich, hatten wir richtig in unserer Bubble bzw. in unserem Ausschlussverfahren. Aber D22 steht tatsächlich weder für Dezember 2022 noch 22. Dezember, sondern für ein DLC für Pokémon Legend Arceus, welches 2022 erscheinen wird. Primal Dialga und Palkia werden ebenfalls nur in Pokémon Legend Arceus sein. Sprich, die erscheinen nicht in den Remakes. Die haben auch hier darunter geschrieben, ja, es lohnt sich nichts, was zu den Remakes zu sagen, weil es da wirklich nichts zu entdecken gibt, nichts Neues. Ja, sprich, all das, was ihr hier im Hintergrund seht, ist für Pokémon Legend Arceus. Klingt vielversprechend. Außerdem ein paar Sachen, die die von Quellen bekommen haben, wo man aber mit einer gewissen Portion Skepsis sich durchlesen sollte. Sprich, das ist nicht verifiziert, das sind reine Spekulationen. Es wird vielleicht neue Arceus-Formen geben, die nicht fangbar sein wird. Ein neues legendäres Quartett. Neue mythische Pokémon. Eine Hisui-Form von Mewtwo. Und vielleicht ein DLC über Primal Giratina. Das hört sich alles sehr, sehr wild an. Müssen wir mit einer Portion Skepsis genießen, sage ich mal. Des Weiteren hat Centro wohl eine Liste, wo alle neuen Formen und alle neuen Pokémon draufstehen. Wir möchten die aber noch nicht posten, weil, ne, wie bereits gesagt, die selber noch nicht sicher sein können, ob das wirklich echt ist. Die möchten die neuen Trailer abwarten und gucken, ob diese Trailer diese Leaks bestätigen. Erst dann werden die alles posten. So. Sprich, es wird wieder wild, meine Damen und Herren. Ich bin hyped. Ich hoffe, ihr auch. Wie immer, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und ja, würde ich sagen, sobald es was Neues gibt, lasse ich es euch schnellstmöglich wissen. Ja, haut darin. Wurf da in.